Kicken und Kinderlachen beim ersten Paul Dynamo Cup. Der SC Siemensstadt veranstaltet am Wochenende in Kooperation mit dem ersten FC Wilmersdorf und der Fußballmission einen Kinderfußballcup mit Gästen aus ganz Deutschland. Die Initiative ist eigentlich schon im letzten Herbst entstanden, wo wir gesagt haben, Mensch, wir spielen immer so oft gegen Mannschaften aus Berlin. Macht es vielleicht mal Sinn, Mannschaften aus dem Nordosten Deutschlands einzuladen, dass wir einfach auch mal zeigen, wie Fußball Kinder verbindet aus unterschiedlichen Bundesländern, dass das dann jetzt so ein toller Mix wurde. Wir sogar eine Mannschaft aus Polen dabei hatten, ist für die Kinder zur Saisonabschluss einfach ein absolutes Highlight. Extra angereist ist auch die Mannschaft des FC Thüringen Jena, um bei diesem besonderen Cup dabei zu sein. Wie die meisten Teams heute geht es ihnen aber in erster Linie um Spaß haben. Wir probieren unser Bestes zu geben. Und wenn wir es halt nicht schaffen, dann ist es auch nicht schlimm. Insgesamt treten 24 Vereine mit SpielerInnen der U9 bei einer Spieldauer von 11 Minuten gegeneinander an. Die Kids sind hochmotiviert und geben in jedem Spiel ihr Bestes. Wir haben uns vorgenommen, das Turnier zu gewinnen. Und wenn wir ein Spiel verlieren, dass man sieht, aber dass wir uns angestrengt haben, dass wir probieren wollen, es zu gewinnen. Also es kommt nicht immer aufs Gewinnen an, sondern auf die Eigenschaft, wie man spielt. Die Initiatoren, aber auch Trainer gehen heute als gutes Vorbild voran und bieten den Kindern eine friedliche Atmosphäre zum Spielen. Egal ob Gewinner oder Verlierer, nach jedem Spiel klatschen sich die Teams ab und schaffen so ein tolles Miteinander auf dem Platz. Ich finde am besten, dass man gemeinsam spielt und nicht einzeln mit dem Team spielt. Beim SC Siemensstadt wird Teamwork großgeschrieben. Und es ist dem Verein ein großes Anliegen, den Kindern persönliche und soziale Kompetenzen mit auf den Weg zu geben, die nicht nur im Sport eine große Rolle spielen. Wir halten uns ein Stück weit zurück und lassen die Kinder auch auf dem Platz Verantwortung übernehmen. Das heißt, Entscheidungen treffen, was das Spielerische angeht, aber auch Entscheidungen treffen, was Konflikte angeht. Und das ist etwas, wo ich fest davon überzeugt bin, das wird die Kinder im weiteren Leben sehr, sehr positiv beeinflussen, unabhängig davon, ob es die große Fußballerkarriere wird. Um diese Werte noch weiter nach außen zu tragen, wurde die Organisation Fußballmission gegründet, die Kindern eine Plattform bietet, um von ihren Vorbildern zum Thema Gesundheit, Training und Fairplay zu lernen. Am Ende des ersten Paul Dynamo Cup fühlt sich jedes Team wie ein Sieger. Der SC Siemensstadt hat gemeinsam mit dem ersten FC Wilmersdorf und der Fußballmission für viel Kicken, aber vor allem einer Menge Kinderlachen gesorgt.